Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Captain Morgaine. Mit Wachen. Impertinent. Wie werden wir diese nur los? So. Diego, kannst du mit diesen Männern fertig werden? Was soll's denn sein? Ein gebrochener Arm oder ein gebrochener Schädel? Ist das der Moment? Wir sollten schon auf Patrouille sein. Patrouille? Wir gehen nie auf Patrouille. Ja, du musst träumen. Wir sind immer auf Patrouille zu dieser Nachtzeit. Halt einfach den Mund und beweg dich. Witzig! Na, lad dich fertig hier. Na endlich. So, Porträt nehmen. Dahinter ist das Schließfach. So ein Schließfach habe ich noch nicht gesehen. Aha. Okay. Also. Der Griff wird nicht funktionieren. Das ist wohl die falsche Kombination. Genau. Pierre sagte, dass Drake vielleicht einen Hinweis irgendwo hinterlassen hat. Hat er auch. Und zwar rot, gelb und grün. Jetzt gucken wir uns die Dinger nochmal an. Ah, es gibt ein Exemplar eines Rot... Exemplar 8... 8. Rot ist also 8. Ich lasse den Schnee. Hier ist ein grüner Schmetterling. Auf der Karte steht Exemplar 1. Grün ist 1. In diesem Kasten Exemplar 4. Und gelb ist 4. Also 8, 1, 4. Der Griff wird nicht funktionieren. Das falsch rum. Das war's. Ich habe gerade überlegt, welche Farbe was war. Keine 3 Sekunden her, nur wenige Sachen sofort vergessen. Typisch ich. Die Kleider sind nicht verloren gegangen. Alles wurde von Pedro González angenommen. Vielleicht ist es jemand, den Pierre kennt. Docs.
Entschuldigen Sie? Ja? Ich habe herausgefunden, wer Ihre Kleider weggenommen hat. Die Lieferung wurde unterschrieben von einem Mann namens Pedro González. Oh, das ist unmöglich. Pedro ist Anitas Ehemann und wird seit Jahren vermisst. Ich muss mit Anita sprechen. Zum Glück ist sie ja nicht weit weg. Anita? Ja, Morgan? Darf ich nach Ihrem Mann fragen? Pedro González. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war mit in der fehlenden Kleiderlieferung verwickelt. Das ist unmöglich. Mein Mann hat die Insel vor Jahren verlassen, als man ihn fälschlicherweise als Mörder angeklagt hat. Aber er hat unterschrieben, die Ladung entgegengenommen zu haben. Ich denke, Sie haben beide damit zu tun. Nein, ich... Anita ist nicht darin verwickelt. Ich bin Pedro González. Pedro? Wie ist das möglich? Durch schlechte Schriftschreiber? Schlechtes Scripting und fehlende Fantasie. Ja, passiert hier noch was? Ach, jetzt. Bist du es wirklich? Mein Gesicht war entstellt, meinem Feuer verbrannt. Und ich wusste, dass ich unerkannt zurückkommen konnte. Meine Verletzung ist zu schwer. Du kannst mich nicht lieben. Ich werde dich immer lieben. Jetzt steche ich dich erstmal ab. Das ist alles sehr berührend. Aber was ist mit den Kleidern? Ich nahm die Kleider, weil ich kein Geld hatte. Ich werde sie sofort zurückgeben. Nein! Er wird sie zurückgeben, wenn Sie seine Unschuld beweisen können. In Ordnung. Ich sehe, was ich machen kann. Boah. Erzählen Sie mir von dem mutmaßlichen Mörder. Ich war dabei, den Gasthof zu schließen, als mich eines Abends ein Betrunkener angrapschte und anfing, mich zu belästigen. Wie konnte er nur? Pedro zog ihn weg von mir und schleifte mich nach draußen. Ich war zu geschockt, um ihm zu folgen. Ich wollte ihn umbringen, warf ihn aber nur auf den Boden, wo er mit dem Kopf aufschlug. Er torkelte, war aber benommen und fiel vom Kai, bevor ich ihn zurückhalten konnte. Ich konnte ihn nicht erreichen. Und er ertrank. Dann kamen die Stadtwachen. Und Sie nahmen an, Sie hätten ihn umgebracht? Ja. Der Betrunkene war Ihr neuer Captain, wissen Sie. Der einzige Zeuge ist geflüchtet, als er die Wachen sah. Witzig. Ich entfloh und verließ die Insel. Wissen Sie, wer der Zeuge war? Sein Name war... Nuncho oder so ähnlich. Es kann ein Zufall sein, aber jemand aus meiner Crew heißt Nacho. So könnte er geheißen haben.
Überlassen Sie das mir. Na. Ach, nun komm. Wo willst du hin? An Bord. Und welch Zufall, Nacho ist hier. Nacho? Captain. Warum schruppen Sie zu dieser Nachtzeit? Diego hat mich beim Schlafen erwischt, als ich auf Wache war. Er sagt, ich soll nicht schlafen, bis jedes Deck auf dem Schiff geschrubbt ist. Waren Sie Zeuge bei einer versehentlichen Ermordung am Buckleberry Inn? Oh. Na, das ist viele Jahre her. Ich möchte da nicht mit hineingezogen werden. Wenn Sie zu dieser Crew gehören, tun Sie, was ich sage. Ich möchte, dass Sie eine vollständige Zeugenaussage aufschreiben. Ja, wenn es sein muss. Haben Sie Stift und Papier? Nö. Ich hole es Ihnen. Da ist nichts drin. Okay, falsche Kajüte. Ich habe keinen Grund, Priscos Kajüte zu betreten. Das könnte zu peinlichen Auslegungen führen. Falsche Kajüte. Was ist eigentlich hinter dieser Tür hier? Ah, Schreibfeder, Stift und Papier. Vater, kann ich mir diesen Stift und Papier borgen? Natürlich. Allerdings habe ich nicht mehr so viel Tinte. Wo kann ich Tinte finden? Ich benutze gewöhnlich Tintenfischtinte. Wie praktisch, dass wir welche haben. Also Tintenfisch. So, dann wieder runter vom Schiff. Wo willst du hin? Die Örtlichkeiten der Insel begutachten. So. Das geht ja nicht, ne? Nee, dachte ich mir. Was? Anita. Nicht mit Korb. Anita? Ja, Morgan?
Wissen Sie, wie man den Tintensack aus einem Tintenfisch entfernt? Natürlich. Bringen Sie mich zu einem Tintenfisch und ich erledige das für Sie. Hier. Entfernen Sie bitte den Tintensack aus dem Tintenfisch. Hier? Soll ich Tintenfischsuppe für Sie kochen? Nee, danke. Igitt! Nein, danke. Ich habe immer Angst, dass die Saugnäpfe in meinem Hals hängen bleiben. Ich habe einmal in meinem Leben ein Stück Tintenfisch gegessen. Schmeckt wie Fahrradschlauch. So. Wo willst du hin? An Bord. Zu Nacho. So, hier. Danke, Nacho. Es ist sehr gut. Gehen Sie jetzt schlafen. Oh, ich muss die Decks fertig schrubben. Mach dir keine Gedanken. Ich regle das mit Diego. So, jetzt kriegst du erstmal den Zeug hier wieder. Nee, nicht mit Bett. Hier, Vater. Danke, dass du ihn mir geliehen hast. Hast das Tintenfass gefüllt? Wie hast du das gemacht? Tinte ist doch so teuer hier. Das ist eine lange Geschichte, aber ich möchte nie wieder einem Tintenfisch begegnen. Du beeindruckst mich jedes Mal ein wenig mehr, Morgan. So, von Bord. Wo willst du hin? Wenn wir gerade mal hier sind, ich glaube, in Summe hat uns jetzt Alessandro, also ihr Vater, 10 Dublonen oder so gedient, ne? 2x5, irgendwas war doch da.
Ja, ja. Naja. Ja, ja. Was passiert eigentlich bei Schummeln? Wow, ich habe etwas gewonnen! Nichts ist runtergefallen. Vielleicht war die Flasche, die ich gewonnen habe, die letzte? Dieses Spiel ist nichts als Abzockerei. Okay, das funktioniert nicht. Ach so, das geht immer nicht. Ne? Yay! Nicht schlecht. So, jetzt sind wir bei 4. Warum geht das eigentlich nicht? Aha. Zwei Versuche mache ich noch.
Ah ja. Okay, dann haben wir halt einen Apfel. Wow, ich habe etwas gewonnen! Sieht aus wie eine verdorbene Frucht. Wie enttäuschend. Die nehme ich nicht. Das Spiel ist wirklich blöd. Das kann man auch zu diesem ganzen Spiel hier sagen. Okay, naja. Wurst. Haben wir, glaube ich, eine Dublone mehr. Also, eine in Summe. Dann, glaube ich, zwei als wir angefangen haben, oder drei? Ach, egal. Jetzt haben wir drei, genau. So, hier. Anita, kommen Sie her. Ich muss Ihnen beiden etwas zeigen. Ich habe den Zeugen gefunden und er hat seine Aussage aufgeschrieben. Es ist genau so geschehen, wie Sie es beschrieben haben. Wir können Sie zu den Behörden bringen und Ihren Namen auslöschen. Ah, endlich. Nach all dieser Zeit. Vielen Dank. Ja, danke, Morgan. Sie haben etwas Wundervolles getan. So, sagen Sie mir jetzt, wo die Kleiderlieferung ist. Ich habe sie in einer Scheune am westlichen Stadtrand versteckt. Ich hatte gehofft, sie an Captain Simpkins zu verkaufen. Warum würden Sie an Simpkins verkaufen? Ich habe gehört, er kauft alles, was er in Gewinn verwandeln kann, ohne Fragen zu stellen. Niemand nimmt mich mit meinem entstellten Gesicht ernst. Deshalb dachte ich, ich müsste die Kleider benutzen, um an etwas Geld zu kommen. Dann hat Simpkins die Insel fluchtartig verlassen, bevor das Geschäft abgeschlossen war. Ich frage mich, was er wohl vorhatte. Nichts Gutes. Aber wir haben erstmal vor, dieses Video zu beenden. Das heißt, wir machen im nächsten Video weiter. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.